Wir sind jetzt hier in Fethiye mal wieder in dem Spielwarengeschäft. Amagan heißt das, glaube ich. Duplo habe ich gerade gezeigt. Das Lego Friends Regal ist auch gut gefüllt, aber es ist wie immer nur das Gleiche. Dots gibt es natürlich auch. Und hier gibt es noch von Megablocks so ein Barbie-Zeug. Keine Ahnung, mit ganz komischen Figuren. Hier unten ist ein bisschen Disney. Aber ich muss ja sagen, so richtig groß ist die Auswahl derzeit nicht. Pizzeria von Friends gibt's. Oh ja gut, wo auch immer da die Pizzeria ist. Weiß ja nicht, was sagt ihr? Da ist ja nichts dran. Da fehlt ja irgendwie alles. Hier gibt es die Tierklinik. Hier unten diesen Eisland. Ansonsten fehlt irgendwie alles. Das hier haben wir. Hier drüben gibt es diese Super Mario Anziehsachen für 40 Lira, 8, 9 Euro und noch einige Mario-Sets. Aber hier drüben ist die Auswahl auch echt gering. Wir haben Stunts, noch zum Hängen als Lego City gehen. Wir haben Stunts, wir haben ein bisschen Ninjago, noch mehr Stunts. Also wir waren schon oft in dem Laden und so leer habe ich es noch nie gesehen. Voll komisch. Hier haben wir lauter Stunts Motorräder. Und den Hühnerstall. So. Ah. Der Haiangriff ist auch da. Den haben wir ja auch. Wo ist der Rest? Ich wollte euch eigentlich zeigen, was es hier so alles im Laden zu kaufen gibt. Es ist nicht da. Hier, hab City gefunden. Ab 4 oder 5. Was ist denn hier los? Da hingegen das riesen Ausini-Regal. Da drüben ist Ausini Fashion, Apartment Life, Construction. Wir haben ja das ein oder andere schon. Wir haben ja hier im Winter, Frühling echt viel eingekauft. Ausini ist randvoll gefüllt. Aber bei Lego... Hier bei Ausini Steineboxen, die haben wir auch schon vielfältig gekauft. Hier in der Box ist dunkelblau drin. Allerdings haben wir jetzt entschieden, keine Ausini mehr zu kaufen, weil die Passform, die Tenkraft ist gut, aber die Passform ist leider nicht so optimal. Das ist eine riesen Auswahl. Es gibt kein Lego. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie das Lego-Regal nicht gefunden. Dabei war es immer hier. Ansonsten gibt es natürlich so ein Zeug wie Super Wings, Hot Wheels. Ah, bei Hot Wheels gibt es einige Monster Trucks zum Bauen. Die sind natürlich ganz cool. Also ist die... Reden wir nicht drüber. Also irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Normalerweise sind die Regale hier randvoll. Und in allen anderen Kategorien von allen anderen Marken ist das auch so. Hier haben wir Paw Patrol. Darf natürlich nicht fehlen bei einer gewissen Altersklasse. Also die meisten Sachen gibt es ganz normal. Hier haben wir so eine Kreisel. Die aus den Sets hier sind tatsächlich richtig, richtig gut. Die haben ein tolles Abschlussgerät und drehen sich super. Was haben wir hier? Okay, das ist neu. Mercedes-Benz Fire Truck. Okay, so sieht er aus. Sagt mir gar nichts. Keine Ahnung. Aber so Modellautos. Ist auch ganz klassisch in Hülle und Fülle. Ich bin voll verwirrt. Die ganzen Fahrzeuge von Bruder gibt es hier auch. Auch ungefähr in der Preisklasse wie in Deutschland. Der Liebherr-Bagger hier, der liegt bei 364 Lira. Das sind grob 20 Euro. Und die großen sind natürlich auch hier richtig teuer. Jetzt noch so eine Modelleisenbahn. Ja, viele große Marken, viele Marken, die es nur hier gibt.
Ansonsten sowas wie Gravitrax gibt es hier natürlich auch. Ist Ravensburger. Ravensburger ist eine Riesenfirma. Und das wird dir spätestens dann klar, wenn du es außerhalb von Europa auch überall siehst. Dann so ein Armeezeug, wo ich jetzt gar nicht dabei bin. Hier drüben sind reihenweise kleine Autos, meistens mit Licht, also mit Musik, also mit Krach. Dann gibt es diese Kinder-Elektroautos, pinke Fahrräder für Mädchen. Was die wohl sagen würden, wenn ein Junge sich in so ein pinkes Fahrrad verliebt? Wahrscheinlich ganz einfach nein. Trittraktoren. Dann ist hier so eine Science-Ecke drüben. Die Action- und Reaction-Kugelbahn haben wir momentan noch. Aber irgendwie werden wir mit der nicht so ganz warm. Dann sind hier irgendwelche wissenschaftlichen Experimente und so. Hatte ich schon oft überlegt zu holen, aber so gut ist mein Türkisch dann leider nicht. Ansonsten Nerf Guns in Hülle und Fülle. Echt viel. Hier ist ein ganzes Regal mit Rucksäcken mit Motiven, die Kinder lieben können. Da ist Musikinstrumente. Hier ist so ein bisschen Partyzeug. Hier sind Musikinstrumente. Was genau das sein soll? Trommel? Hier sind Gesellschaftsspiele. Manche, die man kennt. Hier sind die türkischen Gesellschaftsspiele. Also die, die man außerhalb wohl eher nicht kennt. Hier sind regaleweise Zeug, das Mädchen sich wünschen sollen. Prinzessinnenzeug, Frisuren, Küche, Kasse vom Einkaufsladen, alles Mögliche mit Puppen. Also. Babysachen, Babybücher, Babyspielzeug. Und da hinten sind noch endlos viele Kuscheltiere, auch Riesenkuscheltiere werden hier echt viel gekauft. Ach, hier sind die 5000 versprochenen Puppen. Das ist ein riesiger Spielzeugladen, also nur, dass ihr seht, in welchem Verhältnis die Minimengen an Lego stehen. Normalerweise ist da so viel da und heute einfach nichts. Ich mache hier übrigens die Verkäufer total nervös, die rennen ständig um mich rum, weil ich hier filme. Hier haben wir ein riesen Play-Doh-Regal mit allem, was das Kinderherz begehrt. Also in den Relationen ist normalerweise auch Lego da. Da ist sogar so ein Play-Doh Hot Wheels Zeug mit kinetischem Sand, noch andere Markenknete. Hier sind international bekannte Kinderspiele. Also Lotti Karotti und Billy Bieber und dieser Krake. Pitch Platsch Pinguin gibt's hier auch. Wie gesagt, Ravensburger ist ein Imperium. Und dementsprechend gibt es natürlich auch ganz viele wunderschöne Puzzle für alle Altersklassen. Teile sind eigentlich genau für was Größe. Aber XXL ist unpraktisch, die nehmen viel zu viel Platz weg. Deswegen holen wir die immer nicht. Wo war ich gerade? Ich habe ja gesagt, für alle Altersklassen. Ich suche gerade die Erwachsenenpuzzle. Also hier oben ist so ein bisschen was. Ich weiß, ich müsste wissen, was das ist, aber ich habe keine Ahnung. Ansonsten habe ich jetzt nur das hier gefunden. Ah, was macht man da? Schlangen und Leiter? Das ist aber kein Puzzle, das ist ein Spiel. Achso. Und solche Sachen wie Monopoly, Cluedo. Es gibt übrigens mehr als eine Monopoly-Version. Für alle, die sich nicht auskennen. Jenga, Uno. Gibt's ja auch alles.
Twister. Also die großen Sachen kriegt man auch hier. Allerdings nicht unbedingt günstiger, also da dürft ihr euch nicht täuschen lassen. Hier sind noch kleine Kuscheltierchen. Risiko zum Beispiel für 669 Lira, das sind bestimmt 40 Euro oder mehr. Grob überschlagen ungefähr 40 Euro, vielleicht ein Ticken weniger. Barbie gibt es natürlich auch in Hülle und Fülle. Dass es das Zeug immer noch gibt. Das ist ein sehr türkisches Hochzeitskleid. Aber es ist auch hier. Manche haben ein bisschen dunklere Haut. Viele sind immer noch die klassische Barbie. Und manche sind doch noch etwas dunklere Haut. Und dann gibt es hier noch solche Sachen wie Roller und Inlineskates. Also falls ihr denkt, eure Kinder kommen hier in der Türkei zu kurz, kommen sie nicht. Aber geht nicht so oft ins Spielzeugläden. Normalerweise ist, wie gesagt, auch das Lego-Regal total vollgestopft. Hier sind noch so eine Tischkicker-Sachen und so weiter. War gerade echt schockiert. Aber da ich euch da so wenig zeigen konnte, dachte ich mir, mache ich euch eine Führung durch den ganzen Laden. Inline-Skates in allen Größen. Kann man sogar anprobieren. Praktisch.